um Netzwerkflussprobleme. Ich skizziere mal so ein paar typische Problemsituationen und dann gucken wir uns mal an, wie man die lösen kann. Die erste Situation. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben irgendwie eine Reihe von, ja, man sagt typischerweise Quellen, also da, wo irgendwelche Güter beispielsweise produziert werden. Ich habe es hier jetzt mal so als Lager bezeichnet. Dann haben Sie auf der anderen Seite Verbrauchsstellen. Ja, das habe ich hier mal so als Kaufhäuser bezeichnet. Ja, könnten Sie genauso gut beispielsweise, hier sind Ölquellen. Das ist eigentlich von der Vorstellung vielleicht sogar noch besser. Hier haben Sie von mir aus irgendwie Tankstellen. Und Sie haben ein Transportnetzwerk dazwischen, also die sozusagen diese Bedeutung dieser größeren und kleineren Kreise. Und der Unterschied ist einfach nur, das Ganze ist letztendlich ein Graph. Ja, ich habe die nur ein bisschen größer gezeichnet hier, weil die eine besondere Bedeutung haben, weil wir hier sozusagen einen gewissen Vorrat haben. Hier haben wir eine gewisse Nachfrage. Und der Knackpunkt ist jetzt, dass wir hier sozusagen, ich habe es mal als Transportnetzwerk bezeichnet oder Netzwerk bezeichnet, mit ein paar Verbindungsstationen. Und wir haben aber irgendwie nur begrenzte Kapazität auf diesen Kanten zwischen diesen Knoten. Das heißt, ein Netzwerk mit eingeschränkter Transportkapazität, formal, im Prinzip gewichteter Graph. Und die Frage ist, kann man sozusagen mit den vorhandenen Gütern, die wir hier sozusagen gelagert haben, den Bedarf, der auf dieser Seite entsteht, abdecken, indem ich ihn von hier, von dieser Seite auf diese Seite transportiere? Das wäre so die erste typische Fragestellung. Zweite Fragestellung, die sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Und zwar, der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin einer Stadt lädt die Funktionsträger der Stadt ein oder möchte sie einladen, beispielsweise zu so einem Neujahrsempfang. Und da muss das natürlich immer ausgewogen verteilt sein. Es gibt vielleicht verschiedene Clubs, also was wie Sportclub. Es gibt politische Vereinigungen, ja, es gibt irgendwie einen Stadtrat, wo dann die politischen Parteien vertreten sind. So, und sozusagen die Rahmenbedingungen, die wir hier haben. Wir haben eine gewisse Anzahl von Einwohnern, wir haben eine gewisse Anzahl von Clubs und wir haben eine gewisse Anzahl von politischen Vereinigungen. Und die Rahmenbedingungen, jeder Einwohner ist Mitglied wenigstens eines Clubs und kann genau einer politischen Vereinigung angehören. Ja, also hier könnte es sozusagen mehrere geben. Ja, man kann irgendwie im Tischtennisverein und im Taubenzüchterverein sein. Ja, aber in der Regel ist man entweder bei den Grünen oder bei der CDU oder bei der FDP oder bei der SPD. Ja, man ist nicht in mehreren Parteien Mitglied. So, und es ist aber so, es dürfen jetzt nicht 10 Mitglieder eines Clubs dahin gehen. Ja, also jeder Club muss ein Mitglied auswählen, um den Club auf dem anstehenden Neujahrsempfang des Bürgermeisters zu vertreten. Dabei ist auf eine ausgewogene Verteilung der Gäste zu achten. Das heißt, die Anzahl der Mitglieder einer politischen Vereinigung, ja, darf auch, das muss halt ausgewogen sein. Ja, da gibt es also irgendwie eine Grenze, habe ich hier mal mit UK bezeichnet. Ja, und dann die Frage, gibt es eine gültige Gästeliste, bei der alle Clubs der Stadt repräsentiert sind? Zweites Problem. Das dritte Problem, ich habe eine Menge von Arbeitsaufträgen, die irgendwie erledigt werden müssen. Denken wir mal so an Maschinenfertigung. Dann habe ich gewisse Randbedingungen an einen Arbeitsauftrag. Ja, also das ist irgendwie eine Menge J von Jobs. Beispielsweise, dass ich eine gewisse Bearbeitungsdauer habe von so einem Job. Ich habe ein Freigabedatum. Ja, das heißt, ab diesem Datum kann der Job bearbeitet werden. Ich habe ein Fälligkeitsdatum, ja, was sicherlich größer sein muss als das Freigabedatum plus die Bearbeitungsdauer. Dann habe ich eine Menge von einheitlichen Maschinen. Ja, das machen wir jetzt irgendwie ganz einfach. Jede Maschine kann natürlich zu einem Zeitpunkt nur einen Job verarbeiten. Und es ist aber so, dass ich, egal welchen Job ich jetzt hier nehme aus dieser Menge J, ja, ich kann ihn auf jeder Maschine platzieren, um ihn dort zu bearbeiten. Ich kann Jobs auch unterbrechen. Das heißt, ich fange ihn an,
Ja, und dann kann ich ihn zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Sowas wie Umrüstdauer oder sowas, also dass ich irgendwie die Maschine auf den anderen Job einstellen muss, das lasse ich mal jetzt hier weg. So, und dann die Frage, gibt es eine Zuordnung der Jobs zu Maschinen, sodass alle Jobs vor ihrer Fälligkeit, ja, wir haben ja dieses Fälligkeitsdatum, bearbeitet sind. Und das letzte Problem, sogenannte Heiratsproblem. Ich habe das so formuliert, weil das da so ganz anschaulich ist. Also, eine Menge, aber ich habe zwei Mengen gegeben. Eine Menge von F, typischerweise halt als Frauen, M von Mengen, man kann das auch andersrum formulieren, ich habe es jetzt mal so formuliert. Eine endliche Menge F heiratswilliger Frauen, eine Menge von mit diesen Frauen befreundeten Männern, ja, und sagen wir zu, jede Frau hat sozusagen einen Freundeskreis. Ja, es gibt also eine Menge M und ein F, das ist eine Teilmenge der Männer, die mit ihr befreundet sind. Und die Frage ist, wie kann ich sozusagen eine Massenhochzeit ermitteln? Ja, sozusagen eine größtmögliche Menge von Paaren, die dann sozusagen miteinander verheiratet werden. Also irgendeine Zuordnung von Männlein zu Weiblein und das soll möglichst groß sein. So, alles Probleme, die jetzt erstmal so ganz unterschiedlich klingen, die wir aber alle auf ein und dasselbe Grundproblem zurückführen können. Ja, und bevor wir uns angucken, wie wir diese Probleme lösen können, gucken wir uns das Grundproblem an. Das heißt, ich definiere mal so ein paar elementare Begriffe. Ja, zunächst mal Netzwerk. Das ist im Prinzip eigentlich nur ein gerichteter Graph, aber mit ein paar Besonderheiten. Also ich habe einmal einen Graph gegeben, ganz normal, gerichteter Graph, Knotenmenge V, Kantenmenge E. Ich habe eine Gewichtsfunktion oder jetzt typischerweise als Kapazitätsfunktion bezeichnet. Ich bezeichne das immer mit Tau, griechische Tau. Also eine Abbildung von der Menge der Kanten auf die Menge von, der positiven reellen Zahlen. Und ich habe zwei ausgewiesene Knoten. S und T steht für ja, Source, Quelle und T, Target. Also beispielsweise mit Blick auf dieses Netzwerk, was wir da eben hatten. Also das ist das Erste. Kapazitätsnetzwerk, Graph, gerichteter Graph, Kapazitätsfunktion und zwei ausgezeichnete Knoten S und T. So, was wir jetzt ermitteln wollen, ist so ein Ding. Das ist die sogenannte Flussfunktion. Eine Flussfunktion ist einfach eine Abbildung auf der Menge der Kanten, wiederum in die Menge der positiven reellen Zahlen und wir haben zwei Randbedingungen. Die erste Randbedingung ist die Kapazitätsbeschränkung und zwar, dass diese Flussfunktion niemals größer ist als diese Kantenkapazität. Ja, also dieses für jede Kante gilt, ja, dass der Wert f von e kleiner gleich dem Wert t von e ist oder tau von e ist. Und natürlich, das ist größer 0, aber das ist zwangsläufig, weil es in die Menge der positiven reellen Zahlen abbildet. Das ist sozusagen die erste Bedingung, Kapazitätsbeschränkung. So, und die zweite Bedingung, die klingt jetzt ein bisschen schwierig, weil ich da so viele Symbole drin habe. Und zwar an allen Stellen in dem Netzwerk, mit Ausnahme dieser beiden ausgewiesenen Knoten S und T, gilt diese folgende Beziehung. Das heißt einfach, das, was sozusagen reingeht, stellen Sie sich wirklich vor, Sie hätten so ein Netzwerk bestehend aus Pipelines und Vermittlungsstationen. Ja, das, was sozusagen in einen Punkt reinkommt, das geht auch wieder raus. Da wird nichts verbraucht an den Zwischenpunkten. Ja, wir möchten nur was von der Quelle bis zur Senke transportieren und alle dazwischen liegenden Knoten verbrauchen nichts von dem Gut, was wir da transportieren. Und was wir hier stehen haben, ich sage sozusagen mit E unten, E oben minus bezeichne ich Anfangspunkte von Kanten. Ja, also hier habe ich ja sozusagen eine Kante, E. Ja, und ich muss ja irgendwie, eine Kante hat immer einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Und der Anfangspunkt einer Kante, den bezeichne ich mit E minus und den Endpunkt bezeichne ich mit E plus.
Ja? Und sozusagen der Fluss, der jetzt in einen Knoten hineingeht, ja, entspricht dem Fluss, der aus einem Knoten wieder herausgeht. Das ist sozusagen diese zweite Bedingung, nennen wir Flusserhaltung. Ja? Da geht nichts verloren. Das gilt nicht an diesem Anfangspunkt und dem Endpunkt. Ja, stellen Sie sich eben das allererste Beispiel vor mit diesen Lagern und mit diesen Kaufhäusern. Ja, da haben wir ja sozusagen einen gewissen Vorrat. Den wollen wir aus dem Lager oder aus den Lagern transportieren zu den Kaufhäusern. Da gilt das nicht. Da haben wir tatsächlich einen Abgang bzw. einen tatsächlichen Zugang. Aber auf allen dazwischenliegenden Knoten muss diese Flusserhaltung gelten. So, und wenn wir jetzt ganz allgemein so eine Situation betrachten, das ist beispielsweise ein ganz vereinfachtes Netzwerk. Ich habe einen Graph gegeben, genauso wie wir das bislang auch gemacht haben. Ich habe eine Kapazitätsfunktion gegeben, also einfach Gewichte oder Kapazitäten auf den Kanten. Und ich suche jetzt eine Flussfunktion f. Ich habe es hier jetzt ganzzahlig gemacht. Allgemein hatte ich es eben als R+, also positive reellen Zahlen. Ich kann es aber auch natürlich mit der Einschränkung, dass es ganzzahlige Werte sind, machen. So, jetzt suche ich so eine Flussfunktion. Und beispielsweise, ich kann ja einfach mal irgendwie so, mache ich mal grün. Ich schreibe mal eine Flussfunktion hier dran, indem ich jetzt einfach den Wert dieser Funktion f an die Kanten mit dran schreibe. Ja, dann wäre das beispielsweise schon eine Flussfunktion. Also da, wo ich jetzt nichts hinschreibe, da ist der Wert von f 0. Ja? Das wäre eine gültige Flussfunktion. Ja? Hier geht was ab. Auf allen Kanten, auf denen sozusagen ein Fluss größer 0 existiert, ja, ist jeweils der Wert des Flusses kleiner als die dort vorhandene Kapazität. Genau, und wir haben diesen Flusserhaltung, die haben wir auch erfüllt, weil sozusagen, ich gucke mir jetzt hier diese Knoten an, die innenliegenden Knoten meines Netzwerkes. Ja, alles, was hier reingeht, geht auch wieder raus. Es gehen 5 Einheiten rein, es gehen 5 Einheiten raus. Das gleiche gilt hier. Ja, hier und hier muss das nicht gelten. Hier gilt das auch und hier gilt es auch. Ja, hier haben wir sozusagen Zugang 0, Abgang 0. Den Fluss könnte ich jetzt vergrößern beispielsweise, indem ich sage, naja, dann schicke ich mal hier auch noch mal irgendwie was hin. Machen wir mal 3. Ja, auch das sozusagen wäre jetzt insgesamt gesehen ein gültiger Fluss. Ja, wir haben auch an jeder dieser dazwischenliegenden Punkte, jedem Knoten, habe ich diese Flusserhaltung als notwendige Bedingung erfüllt. Auf jeder Kante wäre die Kantenkapazität berücksichtigt. Also auch das wäre ein Fluss. Und jetzt könnte ich beispielsweise sagen, ach, hier gebe ich jetzt nochmal 5 mehr drauf. Ja, ich schicke sozusagen 5 Einheiten mehr bei S ab. Ja, das wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt, wäre das kein gültiger Fluss. Ja, weil hier an dieser Stelle hätten wir sozusagen 8 Eingänge. Ja, es gehen immer nur 3 weg. Das wäre keine gültige Flussfunktion. Das heißt, das, was sozusagen jetzt hier zusätzlich abgeschickt worden ist, diese 5 Einheiten, die muss ich jetzt noch irgendwie loswerden, damit ich da einen gültigen Fluss draus mache. Und dann mache ich das mal so. Ich schreibe hier mal eine 4 hin. Hier schreibe ich mal eine plus 4 hin. Hier schreibe ich mal, lassen wir mal so, ist immer noch kein gültiger Fluss. Weil hier gehen 8 rein, es gehen nur 7 raus. Ja, das heißt, hier habe ich diese Flusserhaltung noch nicht erfüllt. Hier würden jetzt 9 reingehen, es gehen 9 raus, passt. Hier gehen 9 rein, 5 raus, passt nicht. Das heißt, ich würde jetzt hier beispielsweise sagen, okay, ich muss hier noch einen weiteren wegschicken. Das heißt, hier gebe ich nochmal einen drauf. Dann habe ich da insgesamt 8. Die abgehen, 8 die reingehen, 8 die abgehen, das passt bei Knoten V2. Ich habe hier noch einen Überschuss, den sage ich mal, den gebe ich mal hier hin. Hier habe ich 5 und dann müsste ich hier, sagen wir, nochmal plus 5 geben. Ja? Jetzt müsste es wieder ein gültiger Fluss sein, wenn ich mich nicht vertan habe. Ja, ich habe hier
9 Eingänge, 9 Abgänge. 8 Eingänge, 8 Abgänge. 4 Eingänge, 4 Abgänge und hier 9 Eingänge, nee, das passt. Doch, 10 Eingänge, 10 Abgänge, es passt. Ja. Also das zum Begriff des Flusses. So, und das Ziel wird jetzt gleich sein, einen Fluss zu bestimmen, der maximal ist. Ja, das heißt, wir müssen uns gleich überlegen, wie wir so einen Fluss bewerten. Ja, und das werden wir ganz einfach machen, indem ich mir einfach angucke, was geht hier raus. Ja, was muss immer gelten, wenn ich hier eine gewisse Menge wegschicke? Was gilt dann für den hier? Da muss die gleiche Menge wieder ankommen, weil wir hier bei den dazwischenliegenden Knoten haben wir diese Flusserhaltung. Ja, also das, was hier rausgeht, muss auch hier wieder reinkommen. Und offensichtlich können wir damit dann auch sozusagen diesem F einen gewissen Wert zuordnen. Ja, das ist sozusagen dann der Wert der Flussfunktion. Gucken wir uns aber gleich nochmal formal an. Also Ziel wird es sein, solch eine Flussfunktion zu ermitteln, ja, und eine solche zu ermitteln, die möglichst groß ist. So, was ist das hier? Also im Prinzip die Situation, die wir eben hatten mit dem allerersten Beispiel. Wir haben eine gewisse Anzahl von Quellen, eine gewisse Anzahl von Senken. Das vereinfachen wir ganz einfach, indem wir sagen, naja, wir machen dann immer, sagen wir mal, so eine Superquelle dazu und eine Supersenke. Ja, verbinden die geeignet mit den vorhandenen Quellen hier. Ja, beispielsweise, wenn wir, ich habe ja eben davon gesprochen, dass wir hier ein Lager hatten. Ich mal, da schreibe das einfach mal hier drüber. Das hatte ich eben als Lager, das hatte ich eben irgendwie als Kaufhaus bezeichnet. Ja? Bei den Lagern haben wir vielleicht gewisse Kapazitäten. Sagen wir mal, was habe ich da schon 10? Sagen wir mal, hier haben wir irgendwie A1-Güter, A2-Güter, also einfach sozusagen eine Anzahl von Gütern, die da vorhanden sind, bis AN. Hier das gleiche als Bedarf, also wir möchten hier mindestens so und so viele Einheiten bekommen, B1, B2 bis BN. Ja, dann würde man als Kantengewicht, beispielsweise für diese Kante, würde man den Wert von A1 nehmen, A2, A3. Ja, ganz einfache Idee dabei, dass wir sagen, naja, wir dürfen hier, ist sozusagen der Vorrat an Gütern unbeschränkt, ja, aber da wir hier sozusagen nur eine gewisse Kapazität haben in dem ursprünglichen Problem, ja, dürfen wir hier über diese Kante nicht mehr als genau diese Kapazität verwenden. Ja, und so haben wir eigentlich das identische Problem. Auf dieser Seite genau das Gleiche, da würden wir den Bedarf an dieser Stelle hier entsprechend für diese Kante verwenden. Also wir werden immer ein Problem betrachten jetzt im Folgenden, wo wir nur genau eine Quelle haben und genau eine Senke. Ja, und in den Fragestellungen, wo das nicht der Fall ist, können wir uns durch diese Konstruktion behelfen. So, das hatten wir gerade schon gesagt. Hier jetzt sozusagen nochmal formal. Es sei N ein Netzwerk und F ein Fluss auf N. Der Wert von F wird mit W von F abgekürzt und ist definiert als sozusagen, das ist das, was aus S rausgeht. Ja, es kann unter Umständen auch mal sein, dass wir Kanten wieder nach S reingehen haben. Ja, und das heißt, wir ziehen da sozusagen ab den Wert des Flusses, der nach S hineingeht. Ja, das ist identisch aufgrund der Flusserhaltung. Das muss ich vertauschen, das passt nicht. Ausgang von S minus Eingang von S. Eingang von S minus Ausgang von S. Also hier muss ich, da habe ich mich vertan. Da muss ein Plus hin, da muss ein Minus hin. Ja, also es kann Situationen geben, wo man auch wieder eingehende Kanten hat in der Quelle oder auch ausgehende Kanten in der Senke und das muss ich halt entsprechend abziehen. Also das, was ich gerade erklärt hatte, ja, wir gucken uns an, was geht aus der Quelle raus. Ja, davon ziehen wir ab, dass was in die Quelle wieder reingeht. Das ist sozusagen der Wert des Flusses. Typischerweise
haben wir diese Situation nicht, dass wirklich Knoten wieder in die Senke hineingehen oder dass Knoten aus der Quelle herauskommen. Ja, also typischerweise ist dann immer diese Komponente gleich 0 oder diese Summe gleich 0. Ja. Also diese Definition macht Sinn aufgrund dieser zweiten Bedingung an einen Fluss, die Flusserhaltung, sodass wir diesen Wert überhaupt bestimmen können. Ja, und unser Problem, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen, wir suchen einen Fluss auf dem Netzwerk, ja, der größer ist als alle anderen Flüsse auf diesem Netzwerk. Ja, also denjenigen, der maximal ist, der maximalen Wert besitzt. Das ist das sogenannte Max-Flow-Problem. Lass uns mal ganz kurz diese Eingangsprobleme angucken, mit denen ich gestartet war. Das war das erste Problem. Ja, diese Situation mit den Lagern und den Kaufhäusern, ja, das ist im Prinzip 1:1 dieses Max-Flow-Problem. Ja, wir würden jetzt beispielsweise, wenn wir das lösen wollten, wenn wir sagen, wir haben hier jeweils eine Kapazität in den Lagern, wie nennen wir das mal? Das nennen wir mal L1, L2, L3. Das sei irgendwie, also wir wollen ein Gut verteilen vom Lager zu den Kaufhäusern. Ja, und wir haben sozusagen in dem ersten Lager haben wir L1 Stück unseres Gutes, in dem zweiten Lager L2 Stück, in dem dritten Lager L3. Ja, und wir haben hier beispielsweise den Bedarf, nennen wir das mal K1, K2, K3, K4. Ja, was wir jetzt machen würden, wir würden einen zusätzlichen Knoten einführen. Da würden wir als Kapazität jeweils K1, K2, K3, K4 verwenden. Wir würden einen zusätzlichen Knoten als Startknoten verwenden. Als Kapazität würden wir jeweils die Größen L1, L2, L3 verwenden. Würden jetzt einen maximalen Fluss ermitteln. Ja, und sozusagen die Frage, kann die Nachfrage durch das Angebot gedeckt werden? Ja, sozusagen sind ja jetzt zwei Aspekte. Wir dürfen natürlich nicht mehr aus den Lagern rausgeben, als wir da an Gütern verfügbar haben. Das kriegen wir dadurch hin, dass wir hier die Kanten entsprechend mit dieser Kapazität versehen. Und der Bedarf ist genau dann gedeckt, wenn wir diese Kanten alle vollständig gefüllt haben. Ja? Ja, dadurch, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben hier K1 als Kapazität, ja, und wenn wir den Bedarf erfüllen, dann muss das Ding auch vollständig gefüllt sein. Es gilt für jede Kante. Also das ist ein ganz normales Max-Flow-Problem. Das zweite Problem, Auswahlproblem, das war schon ein bisschen schwieriger. Das war die Frage, wir haben eher Einwohner in einer Stadt. Wir haben irgendwie eine Reihe von Clubs oder Vereinen. Wir haben politische Vereinigungen und die Frage war, wie können wir sozusagen den Neujahrsempfang des Bürgermeisters sozusagen als möglichst gleichberechtigt sozusagen mit Teilnehmern ausstatten. Ja, und auch das lässt sich modellieren. Und zwar nehmen wir mal irgendwie ein einfaches Beispiel. Wie würde ich das machen, wenn ich beispielsweise sage, so, ich habe jetzt mal irgendwie kleine Zahl, 7 Einwohner. Wir haben irgendwie 4 Clubs. Wir haben 3 Parteien. Dann würde ich jetzt wie folgt ein Netzwerk aufbauen. Mache ich ein bisschen Platz für. Und zwar S, Startknoten. Hier mache ich mal hin die Clubs. C1, C2, C3, C4. Dann mache ich pro Einwohner einen Knoten. So, und ich ziehe eine Kante, immer genau dann, wenn der Einwohner Mitglied eines Clubs ist. Ja, also beispielsweise, keine Ahnung, R1 und R2 sind Mitglied im Club 1,
der ist irgendwie hier, R2 ist auch ein Club 2, das ist, eine ist der Fußballverein, das andere ist der Tennisverein. Hier haben wir noch den Taubenzüchterverein, den findet R1 ganz toll. Also irgendwie so. Ja. Kapazität, überall 1. Schreibt die mal hier unten drunter. Dann haben wir ja die Aussage, jeder Club muss ein Mitglied auswählen, um den Club auf, dem anstehenden Empfang zu vertreten. Das heißt, wir dürfen pro Club nur einen Teilnehmer entsenden. Das heißt, wir würden hier auch Kanten hinsetzen, die auch alle den Wert 1 kriegen. Ja, somit ist erstmal sichergestellt, ja, wir haben jetzt hier mehrere Einwohner, also sind mehrere Kandidaten, die jetzt als Repräsentanten des Club 1 in Frage kommen. Insgesamt darf es maximal einer sein. Das heißt, wenn wir hier in die 1 hinschreiben, ja, dann wird entweder diese Kante hier verwendet oder diese Kante verwendet. Das heißt, es wird entweder R1 oder R2 ausgewählt. Ja? Ist dadurch sichergestellt. Also sozusagen, wir bilden das Problem jetzt dadurch ab, indem wir halt geschickt das Netzwerk modellieren. Das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Ja, da haben wir ja unsere politischen Vereinigungen. Das waren jetzt irgendwie 3, P1, P2, P3. Da haben wir gesagt, so, wir haben jetzt beispielsweise hier die eine Partei. Die sind jetzt beispielsweise hier in der Partei. Und da hatten wir gesagt, jeder ist nur Mitglied einer Partei. Und auch da nehmen wir als Kapazitäten überall die 1. So, und dann war noch die Randbedingung, die Anzahl der Mitglieder einer politischen Vereinigung darf höchstens UK sein. Das heißt, wir müssen jetzt UK, viele Mitglieder einer Partei auswählen, die wir dann zum Neujahrsempfang schicken. Ja, das ist sozusagen das Ziel, da wollen wir hin. Und auch hier legen wir einfach wieder Kanten dahin. Und jetzt aber nicht mit der Kapazität 1, sondern mit den Kapazitäten. Ja, okay, wie viele Mitglieder darf denn die Partei 1 entsenden? Wie viele Mitglieder die Partei 2? Und wie viele Mitglieder die Partei 3? So, und wenn Sie jetzt hier einen maximalen Fluss ermitteln, haben Sie genau die maximal mögliche Zuordnung für den Neujahrsempfang. Okay, das dritte Problem, das mache ich gleich, machen wir erstmal das hier. Das ist nämlich ein bisschen, das ist ganz einfach. Und zwar, das ist ja die Situation eines sogenannten bipartiten Graphen. Was ist ein bipartiter Graph? Bipartiter Graph ist, wo ich die Knotenmenge in zwei Teilmengen unterteilen kann. Ich würde jetzt hier beispielsweise sagen, okay, wir machen jetzt mal hier, das ist die Menge des einen Geschlechts. Dann haben wir hier, das hier ist sozusagen die Menge F. Hier haben wir die Menge M. Ja, und da würden wir jetzt sozusagen, hatten wir ja gesagt, zu jedem kleinen F gibt es eine Menge M und ein F. Und da würden wir jetzt entsprechend sozusagen das einfach in den Graph einzeichnen. Ja, sozusagen diese drei Elemente aus M. Ja, das bildet jetzt sozusagen die Menge M unten F für diesen Knoten. Ja, und das Gleiche machen wir jetzt sozusagen für alle übrigen. Nur den hier. Ja, kommt jetzt nicht so auf die Schönheit an. So, und jetzt würden wir eine Quelle und eine Senke bilden. Genauso wie eben auch. Quelle, Senke. Hier die Quelle. Ja, ich würde jetzt jeweils eine Kante zu den Mitgliedern aus F machen. Eine Kante zu den Mitgliedern aus M von T bzw. zu T hin. Ja? Ja, und sozusagen jetzt der maximale Fluss. Ja, das wäre sozusagen die Frage nach der Massenhochzeit. Ja, was ist die größtmögliche Hochzeit, die ich hier machen kann? Das nennt man auch sozusagen sogenanntes Matching-Problem, ist das in der Graphentheorie. Ja. Wenn Sie da vielleicht nochmal irgendwie nachlesen, ja. Matching-Probleme, dass ich halt hier so einen bipartiten Graphen habe. Und das schreibe ich mir nochmal hin.
einfaches Maxflow-Anwendungsproblem. So, und das letzte Problem, das war das hier. Job Scheduling. Wir haben eine Menge von Arbeitsaufträgen mit gewissen Randbedingungen. Wir hatten gesagt, so, wir haben eine Bearbeitungsdauer, wir haben ein Freigabedatum, wir haben ein Fälligkeitsdatum, wir haben eine gewisse Anzahl von Maschinen. Und gibt es eine Zuordnung der Jobs zu Maschinen, sodass alle Jobs vor der Fälligkeit bearbeitet sind? Auch das machen wir mal in einem Beispiel. Wir haben 4 Jobs gegeben. Die Bearbeitungsdauer war Processing Time PJ, Release-Dauer oder Release-Zeit ist RJ und Fälligkeit ist DJ. Und wir sagen mal, tragen wir einfach mal ein paar Werte ein. Was habe ich mir überlegt? Hier irgendwie 1,5, 1,25, 2,1 und 3,6. Release Time ist irgendwie 3, 1, 3, 5 und was habe ich mir hier überlegt? 5, 4, 7, 9. So, wir haben 3 Maschinen zur Verfügung. So, und auch das kann ich mit einem Max-Flow-Problem lösen, und zwar, muss ich gerade nochmal gucken, was ich jetzt festlege. Ich definiere ein Zeitintervall T, I, J, das sei und zum Zeitpunkt J plus 1 endet. So, wenn ich jetzt entsprechend hier dieser Aufgabenstellung mir so Zeitintervalle definiere oder diese Fälligkeitstermine einfach mal eintrage, ja, sozusagen das kleinste Freigabedatum, Release-Datum ist hier bei dem Knoten 2. Ja, ich schreibe die einfach mal der Reihe nach auf. R2 ist Release-Datum 1, R1 ist Release-Datum 3, R3 ist auch Release-Datum 3, dann kommt das Freigabedatum D2, das ist 4, dann haben wir Release-Datum R4, das ist 5, D1 ist auch 5, D3 ist 7 und D4 ist 9. So, das heißt, ich hätte hier beispielsweise das Release-Datum T oder dieses Zeitintervall T1, 2. Dann haben wir T3, 3. Wir haben T4, 4, wir haben T5, 5 und T7, 8. So, und jetzt können wir hier auch einen Graphen aufbauen. Ich bin sofort fertig, indem ich das dann als Max-Flow-Problem lösen kann. Quelle S, dann haben wir unsere Jobs. Job 1, 2, 3, 4. Wir haben unsere Zeitintervalle T, I, J.
Da tragen wir T1, 2, T3, 3, T4, 4, T5, 6 und T7, 8 ein. Dann müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir gleich die Kanten setzen müssen. T, das ist nicht ganz einfach, das gucken Sie sich vielleicht noch mal in Ruhe zu Hause an. Hier trage ich ein die Bearbeitungsdauer, die ich habe, also diese Processing Time. 1,5, 1,25, 2,1, 3,6. Hier mache ich Kanten hin. Anzahl verfügbarer Maschinentage ist das. Verfügbare Maschinentage. Zwischen I und J. Das heißt, hier keimen hin 6, 3, 3, 6, 6. Und hier machen wir ein paar Kanten hin. Der kommt hier hin. Schreibe ich gleich auch dran, was das ist. So, machen wir da eine Kante hin. Immer dann, wenn RJ, wenn das kleiner ist als I und die Kapazität ist J minus I plus 1. Das ist die maximale Anzahl die für Job nenne ich jetzt mal jetzt J doppelt verwende von Tag I bis Tag J verwendet werden können. Also eine Vielzahl von unterschiedlichen Problemen, die wir mit Hilfe von diesem Max-Flow-Algorithmus irgendwie lösen können.